Rednecks. Rednecks ist hier in Deutschland. Wart ihr eigentlich schon mal in Deutschland? Oh ja, wir sind schon so viele Male in Deutschland gewesen, dass wir uns gar nicht mehr erinnern können, wie oft genau. Eigentlich schon seit 15 Jahren immer wieder, als Cotton Eye Joe hier ein Riesenerfolg war. Wir lieben Deutschland, es ist ein großartiges Land. Tanzen im Mai, also Dancing in May. Woher kennt ihr das? Wir kennen das immer so. Es gibt dort einen großen Mast, der wird mit lauter hübschen Sachen dekoriert. Buntes Papier, Blümchen und sowas. Und mit den Seilen und dann tanzen alle um den Pfosten herum, um den Sommer zu begrüßen. Ich dachte ja, es würde heute nach Tansania gehen. Denn Tanz in den Mai klingt ja auch irgendwie Tansania. Ich hatte mich schon gefreut, aber ich freue mich auch hier zu sein, zum Tanz in den Mai. Kennt ihr diese Stadt? Also Hamm oder Hemm? Oh, ich mag Hemm, was ja auf Deutsch Schinken bedeutet. Ich habe gestern etwas davon gegessen. Was habt ihr bisher von Hamm gesehen? Ja, wir sind heute ganz schön Hamm rumgekommen, als wir auf der Suche nach dem Veranstaltungsort waren. Aber eine schöne Stadt. Ja, eine schöne Stadt, aber ich glaube nicht, dass wir hier schon mal aufgeregt sind. Vielleicht? Vielleicht doch, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern, weil wir schon so oft in Deutschland gewesen sind. Ein normaler Tag in eurem Leben. Wie beginnt er und wie endet er? Oh mein Gott. Oh. Ein normaler Tag. Ein normaler Tag für uns ist wohl ein Tag, an dem wir auftreten. Und das läuft niemals gleich ab. Na gut, morgens aufwachen. Aber das kann dann schon an allen möglichen Orten sein. Wir reisen viel, also wachen wir manchmal jeden Tag in einem anderen Land auf. Und natürlich haben wir dann auch immer die Soundchecks und die Shows und Interviews wie dieses. Aber falls ihr wissen wollt, was wir machen, wenn wir mal ein bisschen Freizeit haben, also ich genieße es dann einfach mal zu Hause zu sein, einfach mal zu chillen, ein Bad zu nehmen, ein Glas Wein dazu, einfach relaxen eben. Wir sind dann ganz normale Leute wie andere auch. Nach Hause, zur Familie, zum Partner, zu den Kindern, eben je nachdem. Ein normaler Tag für mich ist eigentlich zu Hause in Lappland, wenn ich morgens aufwache und ein Schinkenbrot, also ein Ham-Sandwich, frühstücke. Nee, morgen werde ich dann wohl aufwachen und ein Cheese-Sandwich in Ham essen. Ihr seht viele Länder und viele verschiedene Leute. Was denkt ihr über die Deutschen? Ich muss wirklich sagen, dass ich die Deutschen echt liebe, speziell diese ganzen Open-Air-Veranstaltungen. Wir lieben die Menschen in Deutschland. Ja, denn dann feiert man mit der ganzen Familie. In Schweden und an anderen Orten hat man nicht immer alle Altersgruppen bei so einem Auftritt. In Deutschland gibt es einfach immer sehr gute Partystimmung. Gute Partystimmung? Hier in Deutschland? In Germany, ja, wirklich. Echt gute Partystimmung. Ja, immerhin hatten wir unsere größten Hits hier in Deutschland. Cotton Eye Joe war natürlich ein großer Hit weltweit und Spirit of the Hawk war speziell in den deutschsprachigen Ländern und Italien ein echter Knaller. Aber den allergrößten Erfolg hatten unsere Hits immer hier. So sind die Deutschen, sie sind begeistert von unseren Songs. Also müssen sie echte Party-People sein, wenn sie die Redneck-Songs so lieben. Diesen Western-Style, den ihr an den Tag legt, habt ihr jemals darüber nachgedacht, euren Stil zu ändern? Wenn man sich unsere Alben aufmerksam anhört, wird man feststellen, dass zunehmend Tribal-Elemente eingeflossen sind, wie zum Beispiel indianische Stimmen. Das verleiht dem Ganzen ein neues Gefühl und ich finde, die beiden Zielrichtungen ergänzen sich hervorragend. Und das ist wohl der Redneck-Sound, den wir über die Jahre entwickelt haben und wer weiß, was noch kommen wird. Also danke, Rednecks, und viel Glück. Hey, einen Moment. Also ich weiß, dass ich im nächsten Videoclip einen Rock tragen werde, denn die Zeiten ändern sich. Mann, wir haben das Jahr 2009. Man weiß nie. 2009? So you never know.